Hallo, die liebe Post war wieder da und ich habe mir wieder schöne Sachen von Blue Moon Mails bestellt. Als erstes habe ich mir nachgekauft Scary Movie Nights. Das sind so Brittles. Und der ist wirklich toll. Richtig leckerer, buttriger Popcorn. Der ist richtig, also es kommt ein bisschen mehr Butter raus als Popcorn, aber der ist richtig lecker, den musste ich noch mal haben. Deshalb kam der noch mal wieder. Dann habe ich mir Scarfruit gekauft. Das ist ja Sternfrucht und der riecht echt toll. Der riecht wie so ein Zitronenbonbon, finde ich. Der ist richtig lecker, richtig. Spritzig, sage ich jetzt mal, wie mit so Brause drinne. Der ist sehr schön. Auch die Aufmachung wirklich niedlich. Dann hatte ich noch Mutant Bananas in Pyjamas. Und den hatte ich ja auch schon. Der ist so richtig lecker. Banane und Schokolade. Richtig lecker. Da kriege ich voll Hunger. Jetzt habe ich noch mal ein zweites Mal gekauft. Kommt gleich daneben. Dann habe ich Tanz der Gedärme. Der sieht so aus. Ich glaube, ich hole den mal raus, dann seht ihr den noch besser. Weil der ist wirklich wunderschön. So richtig schön Glitzer mit Fledermäusen drauf und der ist auch, also schokoladig, sehr nach Schokolade, aber der ist sehr, sehr lecker. Oh, ich könnte da reinbeißen, wenn ich nicht wüsste, dass es Wachs wäre, würde ich da reinbeißen. Dann nochmal Mutant Bananas in Pyjamas. Das ist diesmal mit weißer Schokolade. Und der ist richtig lecker. Weiße Schokolade mit Banane. Oh, ist der. Für alle süßen Schleckermäulchen, so wie ich, ein Muss. Dann habe ich nochmal Pink Fluffy Unicorn Got Murdered. Das sind so kleine Brittles mit drei verschiedenen Schichten. Und der ist auch so lecker. Schokolade mit Minze. Ich glaube, Cotton Candy ist auch noch mit drin, aber wirklich Schokolade mit Minze. Der ist richtig. Oh, der ist richtig lecker. Dann habe ich hier so einen kleinen Geist. So einen süßen. Und bei dem rieche ich wirklich mehr die Kirsche raus. Also richtig lecker Kirsche. Voll lecker. Und der hat, ich hoffe, ihr seht das, hier oben die Kopfbedeckung aus Totenkopf. Das ist doch mal richtig geil. Dann habe ich Whitey Mango. Das ist so ein Herz. Den habe ich mir nachgekauft, weil der so lecker war. Der ist, oh. Ja, der ist richtig. Mango mit Tee. Mango-Tee. Den finde ich auch. Hast du wieder was Gutes gebastelt, Moni? So, dann hatte ich mir noch ein paar Customer Orders gemacht. Als erstes habe ich Strawberry Shake. Der sieht so aus. Ah nee, das ist ein Goodie. Den habe ich mir gar nicht bestellt. Ist der lecker. Das ist richtig süße Erdbeer. Wie jetzt würde ich jetzt so von Müllermilch diesen Erdbeermilch trinken. Der ist lecker. Der ist richtig lecker. Ich hoffe, man erkennt es auch. Dann habe ich mir beim Sale so ein mega, wirklich mega großes Stück. Das ist
Exotic Cake. Also seht euch mal den an, wie groß der ist. Der ist riesig. Ich war ganz erschrocken, wo ich das ausgepackt habe. Der riecht fruchtig. Ich würde jetzt sagen, so in die Passionsfrucht-Mango-Orange-Richtung. Ah, der ist lecker. Leider ist er schon ein bisschen kaputt gegangen hier vorne. Macht ja nichts, wird ja eh verbrannt. Aber da bin ich froh, dass ich den bestellt habe. So, dann hatte ich noch ein Goodie drin. Das ist Pumpkin Eggnog. Das ist so ein kleines Bärchen. Also von Eiern rieche ich da nicht viel raus. Der riecht leicht süßlich mit so einem Hauch Pumpkin. Dieser kleine Süße. Dann habe ich ein Goodie Cannabis Flower. Das ist so ein Blättchen. Für mich riecht er irgendwie blumig. Ich weiß aber nicht, welche Blumen. Nach irgendwelchen Blumen riecht das. Dann habe ich noch Rain Kissed Leaf. Das ist ein, ich kenne das, ein Darth Vader. Das ist ein ganz frischer Duft. Erinnert mich so an frische Wäsche. Ja, so wie frische Wäsche riecht er. Mal gucken, ich werde den testen, aber bei mir ist es immer so, wenn ich frische Düfte rieche, dann muss ich niesen. Ich weiß nicht warum, aber da muss ich niesen. Dann habe ich White Chocolate Raspberry. Das sind so kleine Turtles. Den hatte ich auch. Also wirklich richtig schöne Himbeeren mit weißer Schokolade. Voll lecker. Sehr, sehr lecker. Dann hat mir die liebe Moni als Customer noch so einen wunderschönen Donut gemacht. Der ist wirklich toll. Das ist Mexican Fried Ice Cream mit Mango. Der ist sehr lecker. Also richtig süße, spritzige Mango. Ich hole euch den mal raus, wie der aussieht. Mit irgendwas Vanilligen. Aber der ist auch sehr lecker. Und wie der aussieht. Richtig wunderschön. Also Moni, an dir ist ein kleines Talent verloren gegangen. Du machst das so schön. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so groß sind. Die sind riesig. Dann habe ich hier noch, das ist Sugar Cookie und Strawberry Champagner. Also eigentlich wollte ich nur das Croissant haben, das hole ich euch auch raus. Das sieht so aus, sehr, sehr schön. Aber vom Duft her, also ich wäre nicht auf die Mischung gekommen, es ist leicht süßlich. Aber was dann noch mit, also Erdbeer rieche ich gar nicht raus. Ich finde, es ist leicht süßlich. Da bin ich gespannt, wie der sich warm entwickelt. Aber schon, die Farben ist so toll. Dann hatte ich mir den noch bestellt, Oat Milk, Milk and Honey. Das ist so ein kleines Schäfchen. Und das ist wirklich ein super toller Duft. Den, ich weiß gar nicht, wie oft ich den hatte. Zweimal oder so. Der ist sehr intensiv. Und der riecht richtig schön nach Honig, Milch und Haferflocken. Ich finde ihn wirklich toll. Da bin ich froh, dass ich noch einen abbekommen habe. So ein kleines süßes Schäflein. Dann habe ich so ein wunderschönes Kuchenstück in Sour Watermelon Candy und Cotton Candy. Das hole ich natürlich jetzt auch noch raus.
Aber seht euch das an, wie schön das auch aussieht. Und diese Farbe ist geil. Und Glitzer und. Ach, riecht das lecker. Also richtig süße Wassermelone, so schön künstliche Wassermelone. Cotton Candy rieche ich da auch nicht so raus, aber oh, der ist richtig lecker. Der ist toll. Also wenn ich den probiert habe und der in der Duftlampe auch so toll ist, dann muss ich mir den nochmal nachmachen. Der ist super. Dann habe ich hier so eine Tüte mit verschiedenen Sachen drin. Da wird, glaube ich, nicht draufgeschrieben, was das ist. Ich pack's einfach mal aus. Also einmal solche Herzchens. Was ist das? Ich finde einen Hauch Zucchini Bread. Bin mir auch nicht sicher, was das ist. Boah. Muss ich noch mal fragen. Dann habe ich so eine mega schwere Ente bekommen. Oh, ich kann gerade nicht mehr düften. Also er riecht lecker. Ich weiß es bloß nicht, welcher Duft. Wenn ich weiß, welcher Duft, ich schreibe euch das mal unten rein in die Infobox. Ich weiß es leider nicht, aber der ist auch echt toll. Also ich habe noch einen zweiten Oatmeal Milk and Honey. Dann habe ich noch einen Donut. Das ist Foot Shopper und Homemade Cheesecake. Der sieht so aus, auch wieder wunderschön. Also von Cheesecake rieche ich nicht so viel, ich rieche wirklich nur Schokolade. Aber auch sehr, sehr lecker und auch wieder so wunderschön gemacht, diese Donuts, wirklich. Die sind so toll. Also die Form ist mega geil. Mega, mega, mega. So, zwei Stückchen haben wir noch. Dann habe ich Toasted Marshmallow und Candy Cane Kokos. Das ist auch wieder so ein Kuchenstück. Der sieht so aus. Auch wieder wunderschön. Von Duft her. Ich rieche eigentlich nur Candy Cane. Also so in die... oh, jetzt fällt mir das nicht. Ich will schon Zimt sagen. In die Pfefferminzrichtung. Ja, mal gucken, wie er sich warm entwickelt, ob man die anderen Sachen auch noch riecht. Aber ich rieche jetzt nur Pfefferminze. Aber vom Aussehen her, das ist wieder wunderschön. So, jetzt kommen wir schon zu meinem letzten Teil. Das ist, ich hoffe, man kann es lesen, Coconut Cream und White Chocolate. Da hat sie mir so ein Täfelchen gemacht. Ich packe das mal aus. Kann ein bisschen dauern. Die Versuche sind super gut eingepackt. Also, das sieht so aus. So eine mega tolle, glitzernde Tafel. Und oh, dieser Duft ist geil. Weiße Schokolade mit Kokos. Ich könnte reinbeißen. Der ist wirklich... Danke, 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 Moni. Der ist wirklich toll. Oh. Also den musst du mir, glaube ich, nochmal nachgießen. So, ihr Lieben, das war mein kleines Paket von Blue Moon Mails. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Moni, vielen, vielen Dank mal für die super tollen Sachen. Ich bin jetzt erstmal im Duftparadies. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!